wieder. Heute gibt es wieder ein Make-up von mir und zwar stelle ich in den Fokus die Naked 3 Palette. Beginnen möchte ich aber mit meiner Reinigung, weil ich mit der im Moment sehr zufrieden bin. Jedenfalls beginne ich meine Reinigung mit dem ersten Schritt und zwar dieser 2-in-1 Reinigung von Weleda. Die fand ich am Anfang, sagen wir mal, ich dachte erst, sie wäre zu scharf, weil die sehr scharf riecht. Was heißt scharf? Also jetzt nicht scharf im Sinne von spicy. Aber da dachte ich so, ob das nicht meine Haut zu sehr austrocknet. Aber als ersten Schritt Pre-Cleanse finde ich die wirklich sehr gut. Anschließend, auch wenn ich eigentlich ein Freund von Schaum bin, aber am Morgen finde ich das sehr angenehm, nutze ich von Weleda dieses milde Reinigungsmilch heißt es. Das ist es auch tatsächlich. Mit Mandel und es riecht auch, also wer Fan von Bittermandel und Nusskuchen und so ist, der wird diese Creme auf jeden Fall, diese Waschcreme auf jeden Fall mögen, denn sie riecht sehr nach Bittermandel und die ist wirklich sehr zart, cremig. Morgens reicht mir diese milde Reinigung auf jeden Fall aus, denn abends ist eher so das, wo ich die krasse Reinigung anwende, weil ich da mein Make-up runternehme und da kann es dann schon ein bisschen was Härteres sein. Dann als nächsten Schritt haben wir noch einen Toner. Und zwar benutze ich da, wie man sieht, schon seit einer ganzen Weile von Primavera das Gesichtswasser mit Rose und Granatapfel. Ist auch ein Duft, an dem man sich ein bisschen gewöhnen muss. Man riecht sehr die Rose, was ich mittlerweile sehr angenehm finde und das ist wirklich gut. Insgesamt die Primavera Pflege kann ich wirklich sehr, sehr empfehlen. Das ist so ein bisschen der Luxusschritt bei mir. Also auch einfach, das ist auch sehr schön, das geht zum Sprühen. Das kann man also ganz easy auf sein Wattepad sprühen und sich dann schön damit abtupfen. Und dann mache ich einen kleinen Zwischenschritt und das ist jetzt der Luxusschritt. Und zwar ist das von Primavera, das Rosenwasser, reines Rosenwasser. Das sprühe ich mir einfach einmal so auf. Das mache ich im Moment auch tagsüber häufiger, einfach weil ich gemerkt habe, dass meine Haut sehr trocken ist und es gibt einfach so ein bisschen frisch. Aber ich nutze es sehr gerne, dass ich das einfach so wie diese Thermalwasser, die es gibt, ein Stück von mir weghalte und dann mir so 2-3 Spritzer einfach auftrage. Ist auch sehr gut zum Fixieren von Make-up. Deswegen ist das jetzt nicht schlecht, dass ich das auch nochmal gemacht habe. Ihr seht, es sind viele Schritte. Der nächste Schritt ist alternativ. Den mache ich eigentlich abends, aber im Moment aus gegebenen Anlass mache ich ihn auch morgens. Und zwar nutze ich da von La Roche-Posay die Everclar-Creme. Das ist gegen Hautunreinheiten und rote Flecken im Gesicht. Allerdings wirklich nur in den Bereichen, in denen ich sie wirklich brauche. Also auf beiden Wangen und ein ganz klein bisschen am Kinn und um die Nase. Also wirklich... Da braucht ihr sehr, sehr wenig von. Diese kleine Packung, die hat, glaube ich, nur 40 Milliliter, aber die hält wirklich lange. Und ich bin auch mittlerweile überzeugt davon, dass es wirklich gut hilft. Und für den Rest des Gesichts benutze ich auch von Primavera dieses Feuchtigkeitsfluid. Das heißt Neolicassis und ist eben Moisturizing, also Feuchtigkeitsspenden. Das mache ich einmal in meiner Pflegeroutine quasi. Und wenn ich dann mein Make-up zusammengesucht habe, mache ich das vorher auch nochmal. Weil, wie gesagt, meine Haut ist im Moment sehr trocken. Und da können es ruhig 2 Ladungen davon sein. Für den Augenbereich nutze ich, für den sehr trockenen Augenbereich, benutze ich im Moment auch von Primavera die Intensivcreme Rose Granatapfel. Die ist leider schon fast alle. Das war die Pflege. Kommen wir zum Make-up. Ihr seht jetzt gleich mein nackiges Gesicht. Oh, so bin ich gestartet. Und ich fange immer mit den Augen an, weil ich weiß, ich schmadder, dann kann ich das quasi... Wenn ich danach meine Foundation mache, ganz gut einfach ausgleichen, indem ich dann mit meiner Foundation darüber gehe an die Stellen, an denen ich geschmattert habe. Deswegen starte ich hier sogar mit den Augenbrauen und dann nutze ich einen Schrägpinsel, hier der von Real Techniques und eine kleine Bürste. Und zwar bürste ich erst mit der Bürste meine Augenbrauen ein bisschen durch, weil sie morgens nach dem Waschen und Eincremen einfach mal kreuz und quer stehen. Für mein gesamtes Augen-Make-up, also auch die Augenbrauen, nutze ich die Urban Decay Naked 3 Palette. Und da habe ich für die Augenbrauen den Lidschatten Nuna genommen. Sieht im ersten Moment ziemlich lila-stichig aus, finde ich, aber bei mir geht das durchaus. Für die Augenbrauen, ich habe die Augenbrauen ziemlich kräftig gemacht, weil ich ein kräftiges Augen-Make-up auch habe. Genau, Nuna habe ich dann einfach in kleinen strichelnden Bewegungen aufgetragen.
Das Ganze fixiere ich dann mit dem Alverde Augenbrauengel, auch eines meiner Favoriten, beziehungsweise ganz einfaches durchsichtiges Augenbrauengel, damit das Ganze einfach ein bisschen besser hält. Dann kommen wir auch schon zum Primer für die Augen. Da benutze ich immer noch von Lorac Behind the Scenes Eye Primer. Das war so eine kleine Probepackung, die bei meiner Lorac Unzip Palette mit dabei war. Den Primer trage ich mir erst auf den Handrücken auf, was ich generell mit meinen Produkten mache, und tupfe ihn mir dann mit den Fingern sowohl aufs bewegliche Lid als auch unter die Augenbrauen und wie ihr seht auch unters Auge. Dann nehme ich mir als erstes, das ist mein Anfangspinsel von Real Techniques, den, er heißt sogar Base Shadow Brush. Das ist dieser hier und nutze nochmal, wie gesagt, bei mir hält doppelt einfach besser, einen ganz hellen Ton, den ich auf das gesamte Lid und unter die Augenbrauen und überall generell aufs Auge auftrage. Und da habe ich hier Strange aus der Naked 3 Palette genommen. Als nächsten Ton nehme ich dann Burnet, den trage ich auch wieder mit diesem Pinsel auf. Und den verteile ich am Wimpernkranz und so ein ganz kleines Stück noch auf das bewegliche Lid, um ein bisschen ein Highlight zu setzen in diesem Bereich. Um noch ein bisschen Glitzer in das gesamte Make-up zu bringen, nutze ich dann das. Das ist so ein ganz heller, rosaner Glitzerton und tupfe den auf das ganze bewegliche Lid. Jetzt kommen wir zur Lidfalte. Dafür nehme ich mir so einen kleineren, festeren Pinsel. Und dann nehme ich jetzt erstmal eine dunklere Farbe, hier auch einen Glitzerton. Und zwar habe ich da Leia genommen aus der Naked Palette. Und den trage ich mir in die Lidfalte auf und bis runter zum Wimpernkranz, das im Prinzip so dieses Dreieck gibt. Und nutze dann einen matten Ton, und zwar auch wieder Nune. Dafür nehme ich mir nochmal einen neuen Pinsel, so einen fluffigeren Blending Brush. Mit dem trage ich dann Nune nochmal für mehr Tiefe in die Lidfalte auf und verblende das Ganze bis oben unter die Augenbrauen. Mit diesem kleinen Accent Brush von Real Techniques trage ich dann Nuna auch nochmal auf den Wimpernkranz auf, quasi anstatt eines Lidstriches. Dann kommt auch schon die gefährliche Wimpernzange zum Einsatz. Mit der curl ich meine Wimpern, wie man es halt so macht. Und dann benutze ich ein neues Produkt. Das ist, glaube ich, von Maybelline Jade. Und zwar ist das die Lash Sensational Mascara, die mir sehr gut gefällt. Damit mache ich hauptsächlich meine oberen Wimpern, setze schön Akzente in den äußeren Augenwinkeln. Ich mag die unteren Wimpern immer nicht so gerne tuschen, weil ich genau weiß, dass ich im Laufe des Tages tropft es nach unten und dann habe ich irgendwie so diesen tollen Pandaschleier unter den Augen. Jetzt geht es an die Foundation. Da benutze ich mein, ich weiß nicht was, Foundation. Ich glaube, sie ist von L'Oreal. Ja, die ist in so einer Glasflasche und es steht oben drauf W1 Porcelain. Keine Ahnung, die war aus Amerika, wie gesagt, ich weiß nicht so ganz, was es war, aber es passt ganz gut. Das ist ein bisschen rosastichig, aber es hilft euch jetzt eh nicht weiter, weil ihr kriegt es hier nicht. Egal, ich benutze für meine Foundation jetzt schon seit einer ganzen Weile den Real Techniques Expert Face Brush. Trage ich mir die Foundation wieder ein bisschen auf den Handrücken auf und nehme die dann mit meinem Pinsel auf und tupfe die mir übers ganze Gesicht. Nein, nicht übers ganze Gesicht, die Stirn lasse ich aus, weil wenn die Stirn schön aussieht, warum sollte ich dann da oben Foundation auftragen? Denn die Farbe der Foundation passt wirklich so gut, dass ich, wenn ich das hier außen an den Schläfen, wenn ich es gut verblende, dann sieht man da den Übergang gar nicht. Deswegen
Make-up-Foundation nur dahin, wo es sein muss. Für alles, was dann noch rot ist, nutze ich von Bobbi Brown den Creamy Concealer in der Farbe Porcelain. Den nehme ich mit dem Finger auf und tupfe den auf die entsprechende Stelle. Ich habe mich damit abgefunden, dass ich Augenringe habe, und weil es mir... Es sieht immer komisch aus, wenn ich viel Produkt auftrage, weil ich genau weiß, im Laufe des Tages rutscht es mir in die Augenfältchen. Deswegen lasse ich es meistens weg. Außer ich mache jetzt extra ein Abend-Make-up. Aber wenn ich Concealer für unter die Augen nehme, dann nutze ich hier den von Yves Saint Laurent, den Touche Éclat. Einfach trage ich mir ein bisschen in die Augeninnenwinkel auf und tupfe es dann auch so mit dem Finger ein. Schön einmassieren! Der nächste Schritt ist mein Puder. Da die Foundation, die ich benutze, eine matte Foundation ist, muss ich jetzt, weil ich die Stirn ausgelassen habe, quasi es ein bisschen angleichen. Also ich habe eine matte Foundation und will nicht, dass meine Stirn furchtbar glänzt, auch wenn sie die richtige Farbe hat. Deswegen trage ich auf der Stirn besonders Puder auf, unter den Augen, um meinen Concealer an Ort und Stelle zu halten, und in der T-Zone. Im letzten Schritt benutze ich dann dieses kleine Mini-Reise-Duo von NARS. Und zwar ist das einmal der Laguna Bronzer und der Orgasm Blush. Habt ihr bestimmt auch schon gesehen bei mir einige Male. Den Bronzer trage ich auch wieder auf mit einem Real Technique Pinsel. Und den wende ich so ein bisschen in der Farbe, in dem Laguna Bronzer, und trage den dann in diesem Bereich. Also ich drehe mich immer so zur Seite und dann könnt ihr euch so vom... So mache ich es. Ich weiß nicht, ob das jetzt korrekt ist. Trage ich im Prinzip hier in dieser Linie unter dem Wangenknochen, trage ich meinen Bronzer bzw. meinen Puder zum Konturieren auf. Um das noch ein bisschen zu verstärken bzw. die Farbe von den Augenbrauen und den Augenbrauen wieder aufzunehmen, benutze ich hier auch einen ganz, ganz kleinen Tick nochmal von dem Nuna Eyeshadow. Und da benutze ich diesen dicken Brush von Sueva und quetsche den so zusammen und trage das dann nochmal so ein bisschen auf. Als letzten Schritt trage ich noch Blush auf, und zwar benutze ich da diesen Pinsel von Real Technique oder wie auch immer. Das ist so ein, ich glaube, er heißt Stippling Brush, bin mir aber nicht sicher, es steht nichts mehr drauf. Und da wird es dann so reingetunkt und einmal lächeln bitte, und dann trage ich den auf den Wangen auf. Ich weiß, in der Kamera seht ihr jetzt davon nicht besonders viel, aber wenn ich das alles so auftragen würde, also vor allem den Bronzer, Contouring und den Blush so auftragen würde, dass ihr es in der Kamera seht, dann sehe ich hinterher aus wie ein Clown. Deswegen ist es nur so ein schwacher Hauch von etwas. Achso, ganz zum Schluss für die Lippen. Ihr wisst, wenn ihr meine Videos schon eine Weile guckt, dass ich kein großer Fan von Lippen bin, weil mir landet es grundsätzlich auf den Zähnen. Ich habe es versucht, bei der Fashion Week habe ich, glaube ich, einmal versucht, einen knalligen Lippenstift zu tragen, und irgendwie meine Begleiterinnen meinten alle futzlang, meinten so mehr oder weniger alle 2 Minuten, Hella, du hast Lippenstift auf den Zähnen. Ich so, ja, okay, dann lassen wir das lieber. Deswegen habe ich hier auch von Burt's Bees den einen Lipbalm benutzt. Der hat nicht wirklich Farbe, der sieht so rosa aus. So. Und gibt, glaube ich, ein ganz klein bisschen Farbe ab. Und das war's auch schon. Ich hoffe, mein Make-up hat euch gefallen.
Ich schreibe euch natürlich alle Produkte unten in die Infobox, vor allem natürlich die Lidschatten, die ich aus der Naked 3 Palette benutzt habe, falls ihr tatsächlich das Augen-Make-up einmal nachbauen wollen würdet. Und dann freue ich mich natürlich über jeden Daumen hoch und liebe Kommentare von euch. Und wir sehen uns ganz bald wieder. Bis dann. Tschüss. Das Hotel, das bekannte, wofür man Singapur kennt, schneide ich mir mal das Kinn ab. Mit dem Pool über dem Dach. Ich gehe jetzt aber erstmal zum Schlafen. Aber es sieht so cool aus. Da muss ich unbedingt auch mal unter. Da sind sogar Bäume oben. Yay! Und ich laufe übrigens alles zu Fuß. Das ist durchaus möglich.